haben, liebe Dalli-Dalli-Freunde. Seien Sie herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Schnelldenkerspiels. Wir haben gute Laune, wir hoffen Sie auch. Wenn nicht, wollen wir versuchen, Sie in gute Stimmung zu versetzen. Und da ist zum Beispiel ein Mann, der immer gute Laune hat, der immer lächelt, dem keine Probe zu viel wird, der immer für den guten und harmonischen Ton sorgt. Heute, am Tag unserer Sendung, hat er Geburtstag, Jochen Brauer. Oh. Jochen, herzlichen Glückwunsch. Oh. Also Jochen, wir gratulieren alle. Danke, Hans. Das ist schön, dass wir ihm hier gratulieren. Ja. Du kannst nachher einen ausgeben, nicht? Alles gut, danke. Ja, da sind ja nicht viel hier, eine ganze Menge. Und dieser Mann, den kenne ich eigentlich nur mal am Flügel. Ich wusste gar nicht, dass du noch ein anderes Instrument hast. Ich wollte dich nicht erschrecken, ich wollte dich nur mal verblüffen. Ja, wie heißt das Ding? Eine Melodika. Spiel mal. Kannst du noch mehr? Aber alles kann man darauf spielen. Ja, ein Künstler. Unser musikalischer Leiter Heinrich Riedmüller. Und Jochen Brauer ist ja eigentlich zweimal verheiratet. Einmal mit seiner Frau und hier, das ist seine Band. Guten Abend. Und wir haben heute noch einen Geburtstag. Ein neues Quizspiel erblickt das Licht der Welt, die Dalli-Tonleiter. Zwei Kandidaten hier aus dem Publikum können sich daran beteiligen. Und wer zuerst das hohe C erreicht, der hat gewonnen. Allerdings hohe C, Sie brauchen bei uns nicht zu singen. Fragen sollen beantwortet werden, so allgemeiner Natur. Ein bisschen Glück muss man natürlich auch haben. Spiel für zwei ist dabei. Diesmal Tour de France, Dalli Click. Und natürlich bilden wir immer 8 Kandidaten, 4 Mannschaften, die dann gegeneinander antreten. In der ersten Runde heißt es Festspiel gegen Feder. Und im zweiten Spiel dann Figur gegen Fair Play. Ja, Figur, dahinter können sich natürlich keine Männer verbergen, das sind Frauen. Aber hinter Fair Play erwarten wir dann 2 erfolgreiche Sportler. Ich möchte mich an dieser Stelle bei den Zuschauern ganz herzlich für viele Zuschriften, Ansichtskarten bedanken. Sie beweisen ja, dass wir trotz dieser Bildscheibe, die zwischen uns ist, guten Kontakt haben und wir miteinander verbunden sind. Und in diesen Dank will ich die Jury gleich mit einschließen. Da haben wir hier von Anfang an dabei, sie kommt aus Wien, unsere liebe Brigitte Xander. Bis Gott, geplant. Und dann den Sprecher der Jury, immer lieb und nett zu mir, der liebe Eckhard Fritsch. Guten Abend. Wir haben das Programm ein bisschen umgebaut. Der Ecki kann nun wieder in den Szenen mitspielen. Ich bin sicher, es ist eine Bereicherung unseres Programms. Und dann begrüßen wir noch unser liebes Mainzelmädchen, die liebe Lady Mehdi Riehl. Guten Abend. Und damit bin ich auch schon bei meiner Assistentin. Sie ist ja mit dem Trainer des VfB Stuttgart verheiratet. Die Mannschaft hat letzten Sonntag verloren. Er hat heute auch Geburtstag. Und sie sagte mir mal, wenn der VfB gewinnt, dann habe ich immer schöne Abende. Und die Mannschaft steht sehr weit oben. So hat sie viele schöne Abende mit ihrem Mann, Monika Sundermann. Guten Tag. Und nun gleich in die erste Runde. Festspiel gegen Feder. 2 Schauspieler gegen 2 anerkannte Autoren, denen wir viele schöne Fernsehsendungen verdanken. Eine Schauspielerin, die in Krimis mitwirkt, in vielen Fernsehspielen. Sie synchronisiert sehr viel. Dann haben wir einen Wiener Künstler dabei. Er singt, er spielt, er führt Regie. Und man sagt, mit seinem Lächeln verwirrt er sogar viele, viele Frauen, wenn sie ihn sehen. Bei uns heute Dagmar Altrichter und Erwin Strahl. Sag mal, ich habe ein bisschen schon erzählt vom Fernsehen. Wissen Sie eigentlich, wie viele verschiedene Stücke Sie mal auswendig gelernt haben, also Rollen? 50, 60 bestimmt kommen zusammen. Bestimmt. Mal 2 Stunden sind 120 Stunden, der Tag hat 24 Stunden. Sie können also tagelang, wenn man alles behält. Wissen Sie noch, was Sie zuerst gespielt haben? Ja, zuerst habe ich gespielt das Annchen aus Halbes Jugend. Können Sie da noch etwas draus, oder? Nee, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass meine Mutter mich immer abgehört hat. Und da kommt so eine Szene vor, wo wir so ein bisschen rangeln. Hanschen. Und Anchen, die mussten also so rangeln. Und Hanschen kommt hinter mir hergelaufen und sagt so in seiner Liebesglut, los kommst du nicht. Meine Mutter gibt mir Stichwort und sagt, na los kommst du nicht. Ganz anderes Stück.
Dann synchron. Ingrid Bergmann, ja. Geben Sie Ihre Stimme? Herbstsonate, nicht? Eden Place. Lady Marjorie, Ava Gardner, Lana Turner und. Ich weiß sie jetzt nicht alle. Und heute also nur beim Quiz. Wir sind sehr gespannt. Ja, ich auch. Herr Mischal, Sie haben einen Bart. Als wir uns das letzte Mal sahen, hatten Sie noch keinen Bart. Ja, den habe ich eigentlich nur bis vorgestern gebraucht. Für eine Rolle. Mhm. Und ich sagte mir, ich lasse ihn mir lieber stehen, denn wenn man den abnimmt, kommt man sich immer so nackt vor. Und nackt möchte ich in einer Familiensendung wie Dali Dali nicht mitmachen. Da haben Sie. Erwin, Sie singen, Sie führen Regie. Letzte Regie? Die letzte Regie war ein Kishon. Es war die Lerche. Wir waren auf Tournee. Ich habe es für Salzburg inszeniert. Meine Frau und ich spielen zusammen 5 Rollen. Und mit einem Kollegen, Michael Chiorina, sind es 6 gewesen. Es ist das Romeo und Julia-Thema, nur von Kishon ein bisschen sehr komisch. Weil Sie sagen, sarkastisch ein Thema gemeint. Romeo und Julia, Liebe. Kommt es wirklich vor, dass Sie so viele Karten und Briefe bekommen von jungen Mädchen? Ja, wieso? Wer sagt das? Nur man hört davon. Sie sind mit Waltraud Haas verheiratet. Ja. Sind Sie eifersüchtig? Ist eine Attraktiv- ich bin sehr eifersüchtig. Und Sie auch? Sie auch. Das ist ja schön. Das ist ja die Liebe. Ihr Sohn guckt zu. Mein Sohn guckt zu und hat mir gesagt am Telefon, er ist in einem Internat, er ist erst 11 Jahre und es wird heute mit Dali Dali zu Ehren dieser Sendung heute einen Farbfernseher eingeweiht. Dann warten wir mal an, ob der Papa auch gut abschneidet. Ja? Sie nehmen bitte dort Platz. Ja, finde ich Festspiel richtig gut. Gegen Feder. Finde ich richtig gut. Was ist los? Na, ich sagte gerade, ich finde es gut, dass Sie immer gleichbleibend, liebenswürdig und höflich sind. Nicht? Falls jemand zu spät eingeschaltet hat, der weiß gleich, die Sendung heißt Dali Dali und nicht 3:09. Dankeschön. Also, Festspiel gegen Feder und zuerst haben wir unsere Wabe. Wir bieten 6 Themen an. Oma, nette Leute, Kitsch, Sonntag, Jahr des Kindes und Japan. Das Thema, das Sie jetzt wählen, darüber müssen Sie 15 Sekunden sprechen. Fertig, los. Sonntag. Was gehört für Sie alles zum Sonntag? 15 Sekunden lang, Sie beginnen. Ausschlafen. Moment. Dali, Dali. Ausschlafen. Frühstücken. Nicht rasieren. Spazieren gehen. Hund Gassi führen. Lesen. Kanarienvogel füttern. Schreiben. Frühstück machen. Abendbrot machen. Ja, dann wollen wir mal hören. Am Sonntag, ich mache es am Montag. 10 Punkte geben wir. 10, Sie geben alles alle. Richtig, ja. Alle 10. Richter Sonntag. Also wie Sie das am Sonntag machen, alles mal 10. Aber nun wird es interessant, Sie bekommen 30 Sekunden Zeit. Wir wollen von Ihnen Arbeiten der Hausfrau hören. Täglich und was Sie täglich dafür bezahlen würden. Nach 15 Sekunden ist Wechsel. Ja, Sie nennen Arbeit. Achtung. Dali, Dali. Betten machen. 1,20 Mark. Betten beziehen. 30 Pfennige. Staubsaugen. 50 Pfennige. Kochen. 1,70 Mark. Fenster putzen. 5 Mark. Wechsel, jetzt sagen Sie. Boden abstauben. 2,90 Mark. Vorhänge absaugen. 3,80 Mark. Einkaufen gehen. Ach, 7 Mark. Aus. Feierabend. Ja, das ist Feierabend. Das waren 8. Können ja, die alle, geben wir. Ja. Alle 8 können wir geben. Also allzu viel hat die Hausfrau da nicht verdient. Aber immerhin 8 Mark. Man könnte sagen, genau wie viel? 22,40 Mark bei Ihnen. Oh, 22,40 Mark sind 660 Mark im Monat, ein bisschen mehr. Nicht allzu viel. Kommen Sie bitte mit mir mit. Und zwar sollen unsere Kandidaten nun Gegenstände ertasten. Das ist so ein kleiner Test. Sie müssen nur von hinten hier rankommen. Sie dürfen nicht sehen, was wir hier vorn in diesen Kästen versteckt haben. Dann muss man hier so hineingreifen. Kommen Sie bitte, ich will Ihnen das noch mal zeigen hier. So, jetzt tasten, was könnte das sein? Aber genau tasten, denn es sind ja auch ähnliche Gegenstände da. Und dann reinrennen hier zu diesem Wagen und dann das Stück nehmen, was Sie glauben, ertastet zu haben. Hier ablegen. Und so ist das Ganze. Wir werden dann sehen, für jede Übereinstimmung gibt es einen Punkt. Achtung! Dali, Dali! Ja, rüberlegen, Dali. Es muss stimmen. Schnell, noch 40 Sekunden. Gucken. Ja. Und weiter unten. Noch 20 Sekunden. Ja.
mit. Ach so. Ach, der hat das mitgenommen. So, stopp. Sie sind ja ein sehr temperamentvoller Mann. Sie nehmen das, was wir dort hatten, das sollte ja nicht gleich mit. Bitte entschuldigen. Ja, nun wollen wir mal sehen, was Sie alles hier getrieben haben. Das ist ja interessant. Sie haben einen Rasierpinsel mit dem Lockenwickler verwechselt. Das ist kein Punkt. Handschuhe stimmen auch nicht. Das ist nicht richtig ertastet. Das sind Autohandschuhe, da ist nichts drin. Ja, ein Punkt. Zwei. Auch das ist nicht richtig. Zwei Punkte haben wir. Was der Gürtel da soll, wollen wir das anrechnen, weil das nur falsch hingeht. Drei, gut, vier. Ein Eierschneider, das ist natürlich ein bisschen anders gewesen. Vier können wir geben, da müssen wir das auch anrechnen. Fünf, und sie hat den Rasierpinsel so mit verwechselt, das können wir auch nicht geben. Sechs haben wir, ja. Fünf, das ist auch nicht richtig, Damenhandtasche Herren. Sechs oder sieben haben wir jetzt, acht, ja. Und dann haben sie eine Duschbrause mit dem Telefonhörer verwechselt. Das sind ja zwei N. Dann haben wir, wie viel? Acht waren es. Acht. Acht mal 80 sind 640 Punkte, die Sie gewonnen haben. Ob es reicht, um ins Finale vorzustoßen, das werden wir gleich hier erleben. Die beiden nächsten Kandidaten bilden die Mannschaft Feder. Beide schreiben auch sehr viel fürs Fernsehen. Bei uns der Mann, dem wir das königlich-bayerische Amtsgericht verdanken. Er spielt da auch selbst mit. Und ein Wiener Schriftsteller, er war sogar einmal Schullehrer, ist heute ein gefragter, unter anderem gefragter Krimischreiber, Bücherautor. Beide haben nun mal die Feder für Dalli Dalli aus der Hand gelegt, um hier zu beweisen, wie schnell sie antworten können. Bei uns Georg Lohmeier und Helmut Zenker. Hallo Meier, bevor ich ein bisschen persönlich werde, wollte ich fragen, was haben Sie noch geschrieben, außer königlich-bayerisches Amtsgericht? Ja, manchmal einen Komödienstadel, dann Fernsehspiele, dann auch schon historische Werke, auch politische Biografien. Also. Ja. Sie sind hier in Bayern, ich glaube, Vorsitzender sogar der königstreuen Vereinigung. Ist das richtig? Sie möchten gern, dass Bayern wieder einen König bekommt, ist das richtig? Was schön war. Also, ja. Ja. Wir brauchen keinen König, aber schöner wäre es. Denken Sie an die Titulaturen. Da gäbe es wieder Hofräte. Zum Beispiel könnten Sie schon königlich-bayerischer Fernsehrat sein. Zum Beispiel. Ach, das wäre doch was. Ja, also wenn es einen König gäbe. Und nun gibt es ja auch in Bayern viele Preußen. Dürften die, wenn also der König da wäre? Ja. Nein, das ist eine Gewissensfrage. Ich würde sagen, die Preußen sollen auch schauen, dass sie wieder einen König kriegen. Ach so! Na, das sind ja also tolle Aussichten, die Sie da haben. Haben Sie denn schon einen König in Aussicht? Der nächste Agnat unseres angestammten Herrscherhauses. Ne? Ja, sehr schön. Ja. Und da, jetzt müssen wir erzählen, Sie hatten diese Woche Versammlungen, da waren 600 Leute. In Gammelsdorf. Ja, da waren 600 Leute da. In Gammelsdorf, ja, mindestens. Gibt es da einen Ruf? Hier, König oder nein, Wiebert? Nein, ja, die Heimat seufzt nach einem schönen König, haben wir eine Gammelsdorfer Hymne, wo es im Refrain heißt, die Heimat seufzt nach einem schönen König. Wunderbar. Ich freue mich, dass ich Sie kennengelernt habe. Das ist was ganz Neues. Und Helmut Zenker, Sie haben Krimis geschrieben. Ich weiß, Sie nehmen aus den Zeitungen teilweise die Anregungen. Naja, ich nehme ja ungelöste Fälle und versuche mir dann selber die Geschichte zusammenzudenken. Dann haben Sie auch eine Zeitschrift rausgegeben? Ja, früher. Das war damals auch notwendig, weil sonst meine Texte niemand veröffentlicht hätte. Ach, dann haben Sie eigentlich, das ist auch schön. Jetzt brauche ich es nicht mehr, aber damals. Sie haben ein besonderes Verhältnis zu Kindern, schon weil Sie Lehrer waren. Sie haben Kinderbücher geschrieben. Ja, da spielt sicher das pädagogische Interesse von damals mit. Ich stelle mir Bücher vor, wo die Kinder nicht unterschätzt werden, die trotzdem unterhalten sind, aber nicht so mit Zeigefinger. Sie haben vier Kinder, glaube ich, selbst auch. Ich habe vier Kinder. Nicht? Und das ist außergewöhnlich. Und ich las, Sie wollen ein fünftes Kind adoptieren. Ja, das stimmt. Weshalb? Wir hatten Drillinge und ein Kind davon ist gestorben. Wir haben uns gedacht, also wir könnten ein Pflegekind annehmen. Das ist wunderschön. Und Sie haben ein Theaterstück auch geschrieben. Ich glaube, jetzt kommt wieder eins raus. Sie wollen Wiener Burgtheater. Ja, es ist so. Also ich habe ein Stück am Volkstheater in Wien gehabt vor 3 Jahren. Dann bin ich also durch Fernseharbeit und dergleichen nicht mehr dazugekommen. Und ich schreibe jetzt eins fürs Burgtheater. Man ist dort interessiert. Hm. Man, das muss dann fertig in Wien ist es ja schwierig. Die Kritik ist ja nicht einfach.
Muss ich sagen, ein bisschen Glück gehabt. Na wunderbar. Dann wollen wir mal sehen, ob Sie jetzt Glück haben. Bitte nehmen Sie Platz. Es geht gegen 640 Punkte königlich-bayerischer Quizrat, kann ich Sie nennen, nicht? Quizkandidat. Zuerst sollten Sie ein Thema ermitteln. Wir haben von Oma und der Leute Kitsch sehr viel. Wenn Sie bei Los einmal den Knopf drücken. Los! Kitsch. 15 Sekunden Zeit. Was ist für Sie alles Kitsch? Sie beginnen. Dalli, Dalli. Nippes bei Köln. Gartenzwerg. Ja. Und ein schönes, kitschiges Gemälde natürlich. Porzellantiger. Ja, ja. Ja, das kann man. Kitschig. Ich kenne kein Kitsch. Also bei Ihren. Bei seinen Antworten sehe ich direkt den König. Die gemütliche Zeit. Was sagt der 15 Sekunden? Ist ja völliger Quatsch. Wie viel haben wir denn jetzt? Waren leider nur 4 Punkte. Es waren leider nur 4 Punkte. Sie müssen jetzt also furchtbar. Wobei ich zugunsten des Kandidaten erklären muss, Nippes bei Köln ist eigentlich ein Vorort. Ich nehme aber an, dass er die Nippes in Nippes meint. Ja, die Nippes in Nippes bei Köln. Punkte. Gut, dann lassen wir es bei 4 Punkte. Jetzt sollen Sie Arbeiten der Hausfrau, lassen Sie es zurückliegen, Arbeiten der Hausfrau nennen. Und Sie sollen sagen, was Sie dafür zahlen würden, täglich für die Arbeit. Nach 15 Sekunden ist Wechsel. 30 Sekunden. Sie sagen was, ja? Gut, kommen Sie ein bisschen näher ran zum Mikrofon. Sie nennen Arbeit. Da sollen Sie was. Ich bin sehr gespannt. Achtung, Dalli, Dalli. Staubsaugen. Eine Maß Bier. Geld, also, weiter. Geschirr spülen. Zwei Mark. Geschirr abtrocknen. 20 Pfennig. Staub wischen. Nix. Fenster putzen. Wechseln, jetzt sagen Sie Tätigkeiten. Ja, das Bett machen. 20 Mark. Mit Schlafen bei der Nacht. 10 Mark. Aufstehen, aufwecken. Mark. Aufwecken. Weiter. Ja, und dann das Frühstück. Ja, danke, es reicht. Wir gehen herrlichen Zeiten entgegen, um ein anderer hier zu zitieren. So, wie waren das? Alle sieben. Ja. Es ist nur interessant. 28. Also mit den Punkten waren Sie nicht sehr großzügig, aber Sie haben immerhin 37 Mark ausgegeben. 37 Mark, schön. Da würde die Hausfrau bei 30 Tagen über 1000 Mark dafür bekommen, für ihre Arbeit. So, und jetzt sollen Sie Gegenstände ertasten. Ja. Bin aber nicht so feinfühlig. Es sind keine regelrechten bayerischen Gegenstände. Kommen Sie hier reingreifen, so tasten, was könnte es wohl sein? Nee, noch nicht. Erst wenn ich sage, dann auf diesen Wagen schauen und das, was Sie glauben, ertastet zu haben, hier ablegen, genau da drüber. Ja, alles klar? 60 Sekunden Zeit. Dalli, Dalli. Genau tasten. Weiter! Dalli, Dalli, Dalli! Achtung! Noch 30. Bitte genau tasten. Noch 10 Sekunden. Herr Lohmeier, noch 10. Schnell, schnell. Ja. Also ich muss sagen, Herr Lohmeier, kommen Sie mal zu mir. Kommen Sie, da seien Sie doch mal lieb. Ich habe noch nie. Ja, sehr gut. Also. Sie sind der Meinung, das war Spitze. Ich habe noch nie einen Kandidaten erlebt, der immer erst reinfasst hier und dann guckt ans Publikum, stimmt es auch? So, Sie nehmen dort Platz, wir müssen ganz schnell, damit wir ein bisschen die Zeit einhalten. Das ist nicht richtig, das ist nicht richtig, das ist ein Halbschuh und das sind Fußballschuhe, wie Sie sehen. Nicht richtig, ja, das sind 2 Punkte, 3 Punkte. Das ist falsch, das ist eine Fußballpunkte, 3. Gucken Sie mal, wie er das doch verwechselt hat. 4, 5, 6, Sie haben eine Menge richtig. 7 und Spitze 8. 8 mal 28, Brigitte? 224. Ist doch ganz schön, 224. Sie spielen nachher um den 3. Platz. Sieger, die Mannschaft festspielt. Herzlichen Glückwunsch. So.
liebe Dalli-Dalli-Freunde, wir befinden uns jetzt in der Wintersaison und jeder, der gern Ski fährt, der oder die schnallt gern und so oft man kann die Brettel unter. Aber es gibt auch Personen, die fahren in Winterurlaub und die sind am Schnee und an den Brettern und auch am Schlitten überhaupt nicht interessiert. Die sind mehr daran interessiert, was nachher kommt, so nicht? Nachmittags und abends, man nennt das Après-Ski. Und zwei solcher Damen wollen wir Ihnen nun in einem Chanson von Günter Neumann vorstellen. Solche Damen, die eigentlich gar nicht sich aus Schnee machen. Zwei Skihasel aus Wien. Bei uns Dagmar Koller und Guggi Löwinger. Wenn im fernen Hochgebirge kaum der erste Schnee fällt, machen sich die Zicken auf von West-Berlin bis Krefeld. Und dann fahren sie in die Berge, wie sie das gewohnt sind, weil Herrn Wagners Winterstürme für sie Wonnemond sind. Denn dann fühlen sie sich in ihrem neuen Après-Ski als highest society. Leider kommt es vor, dass sich dem exklusiven Treiben manchmal auch die Nachbarn aus der Heimat einverleiben. Schau doch mal, da geht die Schulz! Und da geht die Berger! Nun kann man sie nicht mal mit einer Ansichtskarte ärgern! Fällt bloß noch, die Angeber wohnen auch in Bellevue. Nirgends ist man entre nous. Das ist unsere Jahreszeit, nur im Winter, wenn es schneit. Da zeigen wir uns, sie und ich, einen schicken neuen Pool. Wir lieben jeden Strich. Und was man aus den Kurberichten alles weiß. Der Konsul Museback aß gestern Huhn mit Reis. Die Gräfin Mumps hat ihren Brillantrucksack verloren. Im Schnee, da fand man heute Fürst Bückler halb gefroren. Die Taylor wurde mit ihrem eigenen Mann gesehen. Ach, ist das Schneetreiben schön. Herr Dr. Zix ist hier mit einer Seitensprungfrau. Und Karajan will heute mit Skien auf die Jungfrau. Dings, der hat einen neuen Herrn statt des Gatten. Gott Jürgens lutschte heute ein Eisbisee im Schatten. Wir sind vor lauter Klatsch und Schitschi zufrieden. Ach, ist der Schneehalbe schön. Doch man hat nicht immer Zeit, das Neueste zu bekakeln, denn man muss sein Körperchen ja ständig frisch betakeln. Rein in den Pullover, wieder raus dann aus denselben, weil sich in den gelben ja die Formen besser wölben. Jede Stunde nehmt ein anderes Kleid aus dem Schrank, Striptease bloß umgekehrt lang. Abends an der Bar, da thronen wir wie Königinnen und wir halten Ausschau nach den Kerlen wie die Spinnen. Ob sie zur Gestaltung ihrer Freizeit auf dem Linnen nicht noch einen gut gebauten Millionär gewinnen. Doch dann bekommt man bloß einen Trottel zuletzt. Ein Ölscheich ist immer besetzt. Das ist unsere Jahreszeit, nur im Winter, wenn es schneit. Wir brauchen keinen Sessellift und keinen Winterwald. Denn draußen ist uns das viel zu kalt. Das waren Dagmar Koller und Guggi Löwinger beim Winterurlaub als Damen der sogenannten High Society. Runde 2, Figur gegen Fair Play. Was ist denn? Ja, nach dem Versuch mit der 35-Stunden-Woche wollte ich jetzt den Einstieg in die 35-Minuten-Sendung probieren. Aber ich lasse es. Das ist ein Spiel mit dem Feuer wegen der Arbeitsplatzgefährdung. Aha. Wissen Sie, wie man jemanden nennen könnte, der mit dem Feuer spielt? Nein. Loderer. Also wir wollen jetzt weitermachen, Runde 2. Figur gegen Fair Play. Zwei schöne Frauen, die beide die nationalen Wettbewerbe, Schönheitskonkurrenzen ihrer Länder gewinnen konnten und die damit sicherlich vor interessanten Karrieren stehen, wollen sich nun im Schnelldenker-Wettbewerb beweisen. Etwas für die Damen, natürlich auch etwas für die Herren. Bei uns Miss Austria und Miss Germany. Wir erwarten nun Doris Anwander und Dagmar Winkler. Doris. Dagmar. Liebe Doris, Miss Austria,
Ist es eigentlich so, wenn man heute eine Misswahl gewinnt, dass man dadurch viele Vorteile hat? Ja, nicht unbedingt Vorteile. Vielleicht, wenn man als Fotomodell arbeiten will, dass man es als Sprungbrett benutzen kann und man gewinnt Preise, etliche. Haben Sie Manager schon, die... Nein, ich mache alles selbst. Selbst, und Fotomodell. Ja, ja. Mussten Sie also bei dieser Misswahl natürlich auf dem Laufsteg auf und ab gehen? Heinrich, können wir mal was spielen? Wir wollen mal sehen, wie läuft eine Miss Austria. Wenn Sie mal hier lang gehen. Danke. Das ist ein Lied aus Paris, aber sie ist aus Wien. Sehr schön, wunderbar. Sagen Sie, man liest doch da immer mit den Maßen, nicht so? Also wie ist das, 80, 50, 80 oder 90, 60 oder 90, 70, 95? Wie sind denn Ihre Maße so? 90, 60, 90. Gut, ich kann mir nicht viel darunter vorstellen. Wie ist das bei Ihnen? Dieselben, vor einem Jahr. Seitdem haben Sie nicht mehr gemessen. Ja, haben nicht mehr gemessen? Nein, nicht mehr gemessen. Ich bin jetzt 30 Jahre verheiratet. Meinen Sie, ich habe schon einmal gemessen? Ich habe da was versäumt. Sagen Sie, nur noch mal nebenbei, ist das so, sind Sie verlobt? Ist da jemand, der sagt, du, ich bin eifersüchtig eventuell? Ich hoffe, dass es jemand gibt, der eifersüchtig ist. Ja, das hoffen Sie. Und wenn Sie Damen oder anderen Frauen einen Ratschlag geben sollten, Miss Germany, Make-up, worauf ist zu achten? Ich muss sagen, ich bin keine gelernte Kosmetikerin, aber ich möchte doch raten, vielleicht, wenn jeder versuchen sollte, seine Natürlichkeit zu unterstreichen, also aus seinem Typ das Beste zu machen. Also gar nicht versuchen, irgendwie... Nein, niemand imitieren, sondern wirklich seinen Typ selbst zu unterstreichen. Und das machen Sie und das machen Sie. Und nun geht's ins Quiz. Also, Mrs., bitte sehr. Miss. Wir beginnen wie immer mit unserer Wabe. Wir haben 6 Themen. Wir sind alle hier im Saal gespannt, was Sie wohl wählen oder wo das... Rad nun stehen bleibt, Oma, nette Leute, Japan, Jahr des Kindes, Kitsch und Sonntag. Wollen Sie? Achtung, los! Sonntag. Bitte schön, 15 Sekunden Zeit. Wollen Sie beginnen? Was gehört für Sie alles zum Sonntag? Dalli, Dalli. Lange schlafen. Kuchen. Kirche gehen. Knödel. Spazieren gehen. Nicht in die Kirche gehen. Suppe essen. Dampfnudeln essen. Kuchen essen. Fernsehen schauen. Café gehen. Nicht ins Café gehen. Na, das seid ihr jetzt ein bisschen gegensätzlich. Wir hatten einen doppelten Kuchen, den nehmen wir weg, bleiben 11 Punkte. 11 Punkte. Alles zum Beispiel jetzt. Ist das Wort zum Sonntag die Predigt. Für die, die am Sonntagmorgen die Predigt verpassen, die kriegen sie schon Samstagabend verpasst. Ja, aber jetzt kriegt es bald die gelbe Karte, wenn Sie immer wieder unterbrechen, Ecki, ja? Ich erinnere an die Sendung. Ja, gut. Also, jetzt wollen wir machen. Mal 11. Wir wollen von Ihnen 15 Sekunden lang wissen, was sollte man in feiner Gesellschaft möglichst nicht tun? Sie beginnen. Dalli, Dalli. Sich schneuzen. Rülpsen. In der Nase bohren. In der Nase bohren. Schuhe unterm Tisch ausziehen. Stolpern. Sich die Fingernägel am Tisch ausputzen. Laut sprechen. Rülpsen. Laut ja, also wir haben eine ganze Menge... Das. Zweimal gebohrt und zweimal gerülpst sind 2 zu viel. Ja. Also gut, ziehen wir ab. 7 mal 11 sind 77. So, jetzt darf ich Sie mit mir bitten. Und zwar sollen unsere beiden Damen Domino spielen. Nun ist Domino sehr einfach. Da gibt es einen Punkt und dann 2 Punkte. Bei uns ist es wesentlich schwieriger. Ich möchte sagen, es ist eines unserer schwierigsten Spiele. Wir haben hier Dominosteine. Aber diese Dominosteine, wenn Sie ein bisschen zur Seite kommen, sind Städtebilder, also wir haben Bilder von Städten, Sehenswürdigkeiten, markante Punkte, wodurch man sie erkennen kann. Ich darf mal eins schon herstellen, das ist das Brandenburger Tor, Sie kennen die Stadt. Jetzt muss man suchen, zweite Teil Stadt von Berlin dagegen stellen. Hier haben wir Freiheitsstatue, muss man auch etwas gegenstellen, das müssen Sie sich angucken und immer weiter bauen, das geht hoch und rüber, dann müssen Sie was runterlegen, alles verstanden. 60 Sekunden, beide zusammen, nicht einfach. Dalli, Dalli. Immer die gleiche Stadt muss daneben sein. Bitte denken Sie dran. Ja, weiter. Noch 18 Sekunden.
Weiter. Noch fünf. Was Sie da treiben, ist ja was ganz Besonderes. Stopp, Dankeschön. Bleiben Sie bitte so stehen, vielleicht hier hinter, halten Sie beides fest, weil Sie also Verbindungen geschaffen haben, die als sensationell sind. Kommen Sie bitte mal hier, würden Sie das nur mal festhalten mit einem Finger? Sie schauen sich Ihr Werk noch an, was haben wir denn da hingebracht? Das lassen wir mal. So, und das wollen Sie nicht. Sie haben jetzt Rom mit Washington verbunden. Das lassen wir mal weg. Nun wollen wir hier bei Ihrer Seite mal sehen, das ist New York, richtig, New York ist dran. Das ist Paris, der Eiffelturm, Arc de Triomphe, London, London. Und das ist Rom. Ja, also 1, 2, 3, 4. Aber nun bei Ihnen. Sie haben das Brandenburger Tor mit dem Roten Platz zusammengetan. Irgendwie gibt es da eine Mauer und da eine Mauer. Aber dennoch, es passt ja nicht zusammen. Können wir nicht gehen. Aber dann fehlt das ist Hamburg hier. Also das ist nicht richtig. Das ist richtig, wollen wir anerkennen. Innsbruck, Goldene Dachel, Innsbruck. Dann ist hier Venedig, Peking. Ich glaube, so weit könnten wir anrechnen. Das sind dann 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Einverstanden, wollen wir so sagen. 8 Punkte haben Sie gewonnen. Dankeschön, kommen Sie bitte zu mir. 8 mal 77. Wie geht es? 616 Punkte. Oh, ich hatte Ihnen gleich gesagt, das ist ein sehr schwieriges Spiel. Ach, Sie haben sich schon hingesetzt. Nein, ein bisschen müssen Sie noch bei uns bleiben. Und nun zu den beiden Sportlern. Einmal Köln, einmal kommt man aus Tirol. Unser Duo Fair Play. Eine sehr schnelle Frau, Sprinterin, deutsche Hallenmeisterin über 60 Meter. Ein Jahr vorher war sie über 100 Meter, deutsche Meisterin, dabei sehr zierlich. Und er ist sehr robust, österreichischer Schwergewichtsmeister im Gewichtheben. Und von 25 Rekorden, die im letzten Jahr in Österreich aufgestellt wurden, Sportrekorden, gehen allein 17 auf sein Konto. Sensationell. Freuen Sie sich mit mir auf die beiden Sportler Elvira Possekehl und Vinzenz Hürtnagel. Elvira, deutsche Meisterin, Hallenmeisterin, davor 100 Meter. In Montreal haben Sie Silbermedaille mit errungen, waren Startläuferin. Ja, in der Staffel. Mhm. Wie viel laufen Sie 100 Meter? 11,2. 11,2, ist ja eine ganz tolle Zeit. Aber ja. Sie kommen aus einer sportlichen Familie. Ja, meine Mutter hat früher gerne Leichtathletik getrieben und mein Vater, von dem habe ich, glaube ich, die schnellen Beine. Wie lief denn Ihr Vater, 100 Meter? Ja, als Jugendlicher 11,2. Ich weiß nicht, was er später gelaufen ist. Und die Geschwister treiben auch Sport? Ja, mein Bruder, der schwimmt fleißig und meine Schwester läuft längere Strecken und schießt ganz gut. Also alles, machen Sie alles in der Familie? Ja. Was machen Sie beruflich? Ich studiere Sport. Sport, also Sportlehrerin später einmal. Ja. Hat man beim Leistungssport noch Zeit für nebenbei? Kann man da ans Heiraten denken oder so? Bringen Sie mich nicht in Verlegenheit, ich denke schon mal dran. Ach, Sie denken dran, aber mehr noch nicht? Nö. Sind Sie verheiratet? Ja. Ja. Und Sie sind, wie viele Jahre sind Sie schon österreichischer Meister? 4 Jahre. 4 Jahre. Ja. Nun, also da heißt es ja reißen und stoßen. Reißen wie viel reißen stoßen. Sie? 170 Kilo und 210 Kilo stoßen. Und wie viel wiegen Sie selbst? 110 Kilo. 110 Kilogramm. Und wie viel isst man so an Fleisch, wenn man also so viel Kraft haben muss? Ja, wenn man nichts hineintut, geht auch nichts heraus. Und deswegen muss man ungefähr 2... Hat er recht, oder? Man muss ca. 2 Kilo Fleisch essen am Tag. 2 Kilogramm ja, Fleisch. Um was das Training durchzuhalten. Und dann, wie viel trainieren Sie am Tag? 4 Stunden, ca. 30 Tonnen pro Tag. Was sind Sie beruflich? Ich habe Schlosser- und Schmiedemeisterprüfung und bin aber jetzt in der Souvenirbranche tätig. Und wir machen echt Tiroler Souvenir, die Kuhglocken, die Sie sicher alle kennen. Ach, Sie machen diese Kuhglocken? Ja. Aus Tirol. Ja, am liebsten hätte ich gesagt, jetzt nehmen Sie sich die Elvira und dann wollen wir anfangen. Ja, glauben Sie, das geht? Versuchen wir es. Oh, ja. Gut. Es geht los. 616 Punkte sind zu schlagen, um ins Finale zu gelangen. Zuerst ein Thema auslosen. Wir haben von Oma bis Sonntag sehr viel anzubieten. Fertig. Los. Nette Leute. Nennen Sie 15 Sekunden lang alle netten Leute, die Ihnen einfallen. Sie beginnen. Dalli, Dalli. Rosenthal. Vinzenz. Erwin. Dagmar. Klaus. Petra. Meine Frau. Dietmar. Meine Kinder. Meine Oma. Mein Vater. Mein Opa. Klaus. Meine Mutter. Karl. Mein Vater. Richard.
Ja, also Sie haben ja die ganze Verwandtschaft mitgenommen. Ich dachte eigentlich mehr an berühmte Leute, aber so kann man es auch machen. Was meinen Sie? Der Vater und der Klaus war doppelt. Zwei ziehen wir ab. Zwei ziehen wir ab, bleiben 14. Ja. 14, das ist wirklich sehr, sehr gut. Und nun eine sehr interessante Frage. Sie beginnen mit den Antworten 15 Sekunden lang. Was sollte man in feiner Gesellschaft möglichst nicht tun? Dalli? Dalli. In der Nase bohren. Nicht rülpsen. Fingernägel kauen. Nicht laut reden. Schuhe nicht auf den Tisch tun. Die Hände nicht zu viel klatschen. Rülpsen. Blöd reinschauen. Hinterm Ohr kratzen. Ja, hinterm Ohr kratzen nehmen wir mit. Ja, ein Rülpser schon wieder. Ja, ja, ist gut, ist gut. Einen ziehen wir ab, ja? Acht, ja. Acht bleiben. Acht mal 40 sind 14 sind 112. Und nun alles mal 112. Sie sollen ebenfalls Domino spielen. Sehr, sehr schwierig. Es ist nicht mit Punkten, sondern mit Städten. Städten, teilweise Sehenswürdigkeiten oder markante Dinge, die zur Stadt gehören. Ich habe hier auch erzählt und so will ich bei Ihnen auch beginnen. Das ist schon der erste Punkt. Schauen Sie sich das hier bitte an. Da haben wir das Brandenburger Tor. Hier haben wir die Freiheitsstatue. Nun müssen Sie suchen und anlegen. Mal geht es hoch, mal geht es gerade weiter, so wie das Bild passt. Alles verstanden? 60 Sekunden. Dalli, Dalli. Ja, oben rauf, das ist richtig. Jetzt können Sie gleich zwei suchen. Ja, dann müssen Sie erst das nächste noch holen. Stimmt so, ja? Da links fehlt was. So ist es richtig, ja, ja. Da fehlt das, was Sie runterstellen müssen, fehlt von unten. Ja. Hier. Das fehlt. Weitermachen. Elvira, was ist das? Naja, da gucken, wo ist es noch? Ja. Aus. Sie sind stehen geblieben. Hier, das war Italien. War doch richtig. Nee, das kommt dann so. Das ist ja ganz einfach, wenn es so käme. Und dann geht es so weiter. Aber das war richtig, da sie es nicht gelegt hat, das nehmen wir an. Nun wollen wir mal bei Ihnen sehen, bei den anderen hatten wir ja ganz interessante Sachen. So, das ist sehr gut. Brüssel wäre hier weitergegangen, Wien, Fiaker, dann Riesenrad, dann haben wir hier Rom, Rom, London, London, Paris, Paris, New York, New York, Berlin, Berlin, München, München, Innsbruck, Innsbruck. Alles richtig und jetzt wird gezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mal 112. 1008. 1008, damit sind Sie gut. Der zweite Sieger der Mannschaft Fair Play mit 1008 Punkten. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind damit im Finale. Liebe Dalli, Dalli-Freunde, wir haben zu dieser Sendung einen Schauspieler eingeladen, der durch seine Art, durch die Kunst seines Vortrages viele Freunde hat und viel Fröhlichkeit verbreitet. Ich spreche von Ernst Hilbig. Und er will so komische Dinge erzählen, Text und Musik Günther Schwerkold. Und es können sogar urkomische Sachen darunter sein. Ich bin sicher, Sie haben jetzt Ihre Freude mit Ernst Hilbig. Ich singe jetzt mal ein Couplet und träum, es wäre so richtig. Und bringe Ihnen, und Hauptsache ich dichte es. Zum Beispiel kennen Sie schon den kleinen Fritz, liegt's auf der Seele. Ach Papi, hilf mir doch einmal, heiraten auch Kamele? Da sagt Papa in ernstem Ton, na nur Kamele tun's, mein Sohn. Na, ist das nicht urkomisch? Ist sowas nicht das Größte? Nur hören Sie zu und jedem sagt, denn schlecht ist auch der Nächste. Das ist jetzt das Vorspiel von Herrn Riedmüller. Im Zoo erblickt ein junger Mann, dies Leben spielt ne Maid. Doch schüchtern traut er sich nicht ran, ihm fehlt dazu der Schneid. Doch schließlich fasst er sich ein Herz und nimmt die Angst in Kauf. Das Fräulein fiel mir heute schon vorm Affenkäfig auf. Da sagt die Kleine ganz beklommen, sagen Sie mal, wie sind Sie denn da bloß rausgekommen? Na, ist das nicht urkomisch? Ist
sowas nicht das Größte? So hören Sie zu und geben Sie Acht, denn schlecht ist auch der Nächste. Das ist wieder dieses fabelhafte Vorspiel von Herrn Riedmüller. Herr Krause hat keine Kohlen mehr und holt sich einen Husten. Dann schleicht er sich hin zum Herrn Doktor, der Krause kann kaum pusten. Der Arzt, der untersucht ihn und sagt, schwitzen Sie womöglich. Und dann nehmen Sie diese Medizin, 4 Kaffeelöffel täglich. Geht jeden nicht, sagt er, der Herr Krause, ich hab 3 Löffel bloß im Hause. Ist das nicht so komisch? Sowas nicht das Größte? Na hören Sie zu und geben Sie Acht, denn schlecht ist auch der Nächste. Jetzt kriegen wir sogar was ganz Asiatisches. In China einst ein Mandarin, der hatte nur 3 Haare, die flocht er kunstgerecht zum Zopf. Das ging so einige Jahre, dann ging ein Haar ihm doch perdu, der arme alte Mann, der. Nun legte er mit sehr viel Mühe 2 Haare umeinander. Als eins noch blieb, was hilft das Hoffen? Da sagte er, jetzt trag ich's offen. Na, ist das nicht urkomisch? Ist sowas nicht das Höchste? Na, hören Sie zu und geben Sie Acht, denn schlecht ist auch der Nächste. Das ist wieder dieses fabelhafte Vorspiel. Ich könnte es dauernd könnte ich's hören. Wirklich? Herr Riedmüller, sowas Schönes. Ein Lehrer gab zum Scherz mal seinen Schülern ein Exempel. Ich wohne seit 1. März Luisenstraße 5 bei Hempel. Mein Zimmer ist 3,80 hoch, 2 Pfund der Briefbeschwerer. Wie alt bin ich? Georg, weißt du's? Ja, 60 Jahre, Herr Lehrer. Das stimmt genau, sagt Schorch, das weiß ich. Ich kenne einen Halbidioten, der ist 30. Nee, das ist nicht mehr komisch. Ich höre jetzt auf und feier. Ich fürchte, es wird auch höchste Zeit, sonst regnet's faule Eier. Bis dann. Das war Ernst Silbig und ein Chanson von Günter Schwerkold. Und wir kommen nun zu unserer neuen Publikumsrunde, die DALI-Tonleiter. Wollen wir mal sehen, ob es gut geht. Ich will mich mal umschauen, wer möchte gern mitmachen? Ich bitte um Handzeichen. Der Herr war der Erste mit der Brille, wenn Sie kommen wollen. Und auf der anderen Seite, die Hand blieb am längsten oben in der vorletzten Reihe, die Dame. Ja, wenn Sie kommen wollen. Guten Abend. Sie sind Herr? Gellert. Herr Gellert. Und mit Vornamen? Peter. Herr Peter Gellert. Wollen die Dame erst begrüßen. Guten Abend, grüß Gott. Sie sind? Claudia Pauli. Frau Claudia Pauli. Fräulein. Fräulein. Mhm. Was machen Sie beruflich? Ich gehe noch zur Schule. Welche Klasse? 9. 9. Klasse. Wird es gut gehen? Es sind sehr, sehr viele Fragen. Sie machen mal mit. Ja, ich versuch's. Versuchen Sie mal, wenn man ein bisschen aufgepasst hat. Und kommt Sie eine Lehrerin oder ein Lehrer zu? Lehrer. Na, der wird vielleicht auch gucken oder sagen, na, Mädchen, könnte ja sein. Haben Sie noch eine Lieblingsbeschäftigung neben der Schule? Pferde mag ich ganz gern. Pferde. Was machen Sie beruflich? Ich bin bei der Bundeswehr. Bei der Bundeswehr? Jawohl. Heer? Marine? Beim Heer. Beim Heer? Jawohl. Macht Ihnen Spaß? Ich habe nicht mehr lange. Haben nicht mehr lange, gut. Also, das aber nicht ehrlich, nicht? Gut. Noch ein Hobby? Briefmarken sammle ich ganz gerne. Europa, Deutschland oder alle Europa Welt? Europa und Deutschland, ja. Europa und Deutschland, ja. Dann möchte ich Sie bitten, schon Platz zu nehmen. Sie dort, Sie hier. Und zwar haben wir eine Tonleiter. Wer zuerst das hohe C erreicht, ist Sieger. Ich will Ihnen das mal ungefähr vormachen. Ich werde das jetzt mal löschen. Ich stelle Fragen. Und wer zuerst eine Antwort weiß, drückt hier auf einen Knopf. Ich darf Ihnen das mal geben, hat noch Zeit. Das bekommen Sie. Damit ist der andere blockiert. Und wenn er dann das weiß, dann geht es dahin. Und wenn sie was weiß, da. Und dann geht es nochmal hoch. Und wenn er wieder was weiß, und dann ziehen wir ab. Das wäre dann Sie, daher ist es oben geteilt. So ungefähr soll das gehen. Wollen wir mal beginnen? Ich muss jetzt erstmal löschen und nun geht's los. Alles klar. Sobald Sie glauben, eine Antwort zu wissen, Knopf drücken, Antwort geben. Wenn es richtig ist, sind Sie einen Ton höher. Wer zuerst das hohe C erreicht hat, ist Sieger. Achtung! In welchem Takt wird der Walzer getanzt? Nun? Ich muss raten, 3/4-Takt. Sie raten richtig, ist ja eine Quiz-Sendung. Das C hat erreicht. Sehr schön. Achtung.
Wie heißt der Generalsekretär der Vereinten Nationen? Bitte? Waldheim. Oh, Sie raten prima. Wunderbar, Sie haben das D erreicht. Und die Frage 3. Warum spielt Deutschland jetzt bei der Europameisterschaft nicht gegen Weltmeister Argentinien? Warum? Ja? Weil Argentinien gesetzt wird als Weltmeister. Nein, jetzt muss ich Ihnen also wieder den abziehen. Wissen Sie es? Sie dürfen es jetzt sagen und würden höher kommen. Ja. Dann will ich es Ihnen sagen, Argentinien gehört nicht zu Europa. Ja. Daher können die in der Europameisterschaft gar nicht mitspielen. Zu welchem Bundesland gehört Bonn? Zu welchem Bundesland? Gibt ja deutsche Bundesländer. Nun? Nordrhein-Westfalen. Richtig, wunderbar. Das E erreicht. Und schon geht es wieder weiter. Auf welcher Straße dürfen Sie mit dem PKW nicht wenden? Auf der Einbahnstraße. Richtig, dann gibt es noch etwas, aber Einbahnstraße, Autobahn auch. Sie sind beim F. Was machen wir denn jetzt, wir beide? Hätten Sie was gewusst? Nö, noch nicht. Aber wenn was kommt, dann sage ich, dann darf er nicht, ja? Also, Achtung. Wie nennt man den Koch bei der Marine? Smutje. Auch richtig. Wunderbar. Sie klettern da aber. Sie haben das G. Und jetzt würde ich sagen, Sie setzen mal aus, dass Sie mal einen Grundton kriegt. Mach ich. Nur für Sie. Genau überlegen. Scharf nachdenken. Ist die Straße von Gibraltar geteert oder gepflastert? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Richtig. Ist eine Wasserstraße. Drücken Sie drauf. Ja, Sie haben das C. Wunderbar. Und jetzt weiter. Wer schneller ist, schnell drücken, ist wichtig. Wie viele Zähne hat der erwachsene Mensch? 32. Jetzt hat sie den Stab. Wunderbar. Natürlich nur, wenn er alle hat, sonst hat er wen ja. Heinrich Riedmüller spielt eine Melodie an. Bitte sagen Sie den Titel des Schlagers. Achtung. Was zum Schluss? Kreuzberger Nächte. Wie bitte? Na. Da muss ich ihn leider einen abziehen. Jetzt darf er. Bitte nochmal die Melodie. Ja? By the Rivers of Babylon. Wollen wir ihr den geben, weil sie es jetzt gewusst haben? Gut, dann bleibt es da. Schön. Achtung. Jetzt müssen Sie beide rechnen. Wie viele Augen hat ein Würfel insgesamt? Nein. Jetzt muss ich ihn aber, ich würde ihn gern ein abziehen. 6 hat er nicht. Wie viel hat ein Würfel? Die dürfen jetzt nicht mitmachen, nur noch 3, er. 2, 3, 6, 10, 15, 21. Ja, 21. Gut, Kopfrechnen. Das ist mal auch Bundeswehr. Wichtig. Oh, jetzt wollen wir mal sehen. Wer ist der Trainer der deutschen Fußballnationalelf? Jupp Derwall. Richtig. Gut, Sie haben jetzt das H. Und Sie sind beim E. E zu H. Er könnte es jetzt schon schaffen beim nächsten Mal. Achtung. Was sind Blüten, wenn sie keine Blumen sind? Falsche Geldscheine. Gewonnen! Der hat das hohe C. Wir gratulieren. Kommen Sie bitte. War doch ein bisschen schwer, nicht? Wenn man in der 9. Klasse ist, aber wenn Sie da ganz oben vorletzte Reihe sitzen, kann ich das nicht so erkennen. Sonst hätte ich Sie vielleicht auch nicht genommen. Aber das E, einen kleinen Preis. Wenn man das E erreicht hat, bekommt man schon einen kleinen Preis. Zweite Siegerin, erster Sieger. Sie bleiben mal hier. Wir gehen hier hinüber. Sehen Sie, während wir uns unterhielten, hat Oskar Sie ganz schnell gezeichnet. Schauen Sie mich doch mal an. Sehen Sie, können Sie mitnehmen, können Sie der Klasse zeigen, dem Klassenlehrer. Und sagen, sehen Sie, das haben Sie nicht, bin noch bis zum E gekommen. Und jetzt dürfen Sie da beim E noch hineinfassen. Von der anderen Seite, wollen wir sehen, was Sie gewonnen haben. Bitte sehr, das Bild gehört Ihnen. Wollen wir mal schauen. Er sammelt Briefmarken und Sie bekommen 2 Briefmarkenalben. Das ist für Sie, können Sie aber nachher noch tauschen oder Bargeld nehmen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Nicht, hat nicht ganz so geklappt, aber muss auch sein. Nun kommen wir zum Sieger. Das bekommen Sie, einmal das Bild. Dankeschön. Und was Sie nun gewonnen haben. Sind Sie verheiratet? Jawohl. Jawohl. Ihre Frau mit hier? Bitte. Jawohl. Und jetzt wird, ich finde das nett, weil das ja schon in Fleisch und Blut übergeht. Das ist richtig. Oskar, zeichnen. 3, 4.
Na, schauen Sie mal. Vielen Dank, Oskar. Sie fahren oder fliegen mit Ihrer Frau 8 Tage nach Malta. Möchte ich Ihnen überreichen. Vielleicht darf ich an der Stelle noch etwas sagen, Herr Keller. Bundeswehr, und man hat ja seinen Spaß und er hat jawohl gesagt. Und dass mich keiner falsch versteht. Und wenn ich auch jetzt Briefe bekomme, ich bejahe die Verteidigungskraft unseres Landes. Und darf ich meine, ja. Eine Bitte nochmal. Ja. Ich möchte hier alle meine Kameraden und meine Einheit herzlich grüßen. Gut, so, wieder. So, und wir machen gleich weiter. Spiel um den 3. Platz, Feder gegen Figur. Und zwar sollen Sie jetzt aufschreiben, wir wollen Ihnen etwas vorspielen und dann wird ein Multiplikator gesucht, wenn Sie so nett sind. Und einmal jeder Punkt nachher mal 65. Und wir haben hier nochmal gemischt. Wer will? Wien zieht. Und jeder Punkt mal 50. Sie nicken. Tiefer wäre es nicht gegangen, aber dennoch. Jetzt schreiben Sie bitte mit. Und zwar hat unser Kollege Horst Pillau ein berühmtes Ereignis in eine Szene gegliedert, so wie es sich hätte seinerzeit wohl abspielen können. Und zwar 1953 wurde ja der Mount Everest zum ersten Mal bestiegen. Und wir stellen uns jetzt die entscheidenden Minuten vor. Bitte denken Sie daran, manches könnte auch richtig sein, was jetzt da gespielt wird. Ich will noch schnell ansagen, wer mitmacht. Sie wissen Edmund Hillary, das ist bei uns Eckhard Fritsch. Und dann haben wir Sherpa Tensing dabei, das ist Ernst Hilbig. Und nun Spannung, die entscheidenden Minuten, bevor die beiden auf dem Gipfel sind. Los! Zum Greifen nah! 8.848 Meters! Dann, wir sind die ersten Menschen auf dem höchsten Berg der Erde. Wie viel Sauerstoff verbrauchen wir? 3 Liter in einer Minute. Oh. Und wie kalt ist es? Minus 27 Grad Celsius. Im Schatten. Das bröckelnde Eis, die überhängenden schneewächten Gletscherspalten, Tiefschnee. Ich hatte schon die größte Sorge, die Schweizer Expedition würde es vor uns schaffen. Ach was, selbst Louis Trenker ist an diesem Berg gescheitert. Aber heute, am 29. Mai 1953, da schaffen wir es. Wenn wir oben sind, werde ich ein Loch in den Schnee graben und ein Speiseopfer bringen. Salz, Mandeln, Rosinen, Studentenfutter und Schokolade. Mein lieber Ginzing, das haben deine Götter verdient. Anmarsch bei Monsunregen, Schlammwespenstiche, abgesprengte Brücken. Na, Gott sei Dank hatten wir ja bis 6000 jetzt die Seilbahn. Das spart Kräfte. Aber was machen wir, wenn wir für den Abstieg schon zu schwach sind? Dann wird uns der Helikopter holen. Das ist unsportlich, aber lebensrettend. Da! Ein Edelweiß! Ja. Hey! Was? Nein. Was denn? Nein, nicht hol es, Sir Hillary! Nicht hol es! Barnard! Weil wenn du es holst, vielleicht stürzt du ab und ich kann dich nicht am Seil halten. Ich bin zu schwach. Mein Sauerstoff ist alle. Dann nenn doch eben Süßstoff. Oh, schau die Alm doch drüben. Tatsächlich. Die thailändische Sängerin, ein steiler Zahn. Oh ja, in der Vogensaison war sie auf einer Alm am Kilimandscharo. Da kamen die Halbschuh-Touristen in Scharen, um bei ihr Milch zu trinken. Wir müssen machen, dass wir zu Camp 7 zurückkommen. Wir dürfen nur eine Viertelstunde auf den Gipfel bleiben, wegen den Sauerstoff. Also los, wenn wir dann zurück in Camp 7 sind, gibt's Braten von der Gams. Aber vorsichtig, dass wir nicht vorher noch abstürzen. 11.31 Uhr. Eine historische Minute. Oh ja. Im Auftrage von John Hunt muss ich oben noch ein Gipfelkreuz errichten. Also los! Hallo Fans! Ich bin schon da! Damn! Dieser Reinhold Messner muss doch überall zuerst da sein! So, wir sammeln ein. Sie dürfen nicht mehr schreiben. Bitte sehr. Wir haben das mit Kopien, damit nichts mehr zugeschrieben wird.
Sie haben 65, das ist Ihr Multiplikator, gezogen. Jetzt sagen Sie die Fehler, die Ihrer Meinung nach aufgetreten sind. Es geht um den dritten Platz. Was war falsch? Wollen Sie anfangen? Ja. Dalli, Dalli. Speiseopfer. John Hunt. Ginseng. Alm. Götte. Hut. Abgesprengte Brücke. Fahne. Seilbahn. Brücke. Süßstoff. Helikopter. Alm. Seilbahn. Thailändische Sängerin. Götter. Camp 7. Edelweiß. Luis Drenger. Gummistiefel. Moment, stopp. Luis Drenger. Das war 19. Kann das stimmen? Das wäre ja sensationell. Wir müssen 6 abziehen. 7 abziehen. Das Speiseopfer war richtig. Der Hand war richtig. Die Brücke war richtig. Die Seilbahn war doppelt. Camp 7 war ebenfalls also richtig. Also 7 weniger. Müssen wir abziehen. Bleiben 12. 12 ja, mal 65 sind 780. 780 und nun bei Ihnen alles mal 50. Es geht um den dritten Platz. Sie wollen beginnen. Was war falsch? Dalli, Dalli. Skihaube. Reinhold Messner. Edelweiß. Sennerin. Luis Drenger. Süßstoff. Ginseng. Götter. Monsunregen. Speiseopfer. Jodeln. Was Edelweiß, ja. Ganzbraten. Und die Haube? Gesprengte Brücken. Aus. Sie haben, das waren 15. 5 ab, Monsun, Speiseopfer, Edelweiß, doppelt, Haube, doppelt. Und die Brücken waren richtig. Also jetzt hat die Brigitte aber meinen Applaus verdient. Sie stenografiert mit sensationell. 10 mal 50 sind 500, damit sind Sie guter Vierter. Guter Vierter. Dritter Platz für die Mannschaft Figur. Doris Anwander und Dagmar Winkler. Herzlichen Glückwunsch. So, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, die Jochen Brauer Band ist heute zum 10. Mal bei Dalli Dalli. Ich erwähnte ja eingangs schon, der Jochen hat heute Geburtstag. Wir wollten Ihnen, aber auch Ihnen zu Hause eine Freude machen, auch uns. Dieses Sextett tritt sonst sehr viel solistisch auf, bei uns mehr als Begleitgruppe im Hintergrund. Und heute haben wir Sie in das Hauptprogramm eingebaut. Und Sie werden uns eine Hühnergeschichte erzählen. Die Musik kennen Sie durch Glenn Miller. Und vielleicht achten Sie noch darauf, dass es die Kunst dabei, dass die Instrumente mit den Stimmen nachgeahmt werden. Für Sie nun die Jochen Brauer Band. Ja, meine Damen und Herren, für Sie das Hühnerquartett. Wir kommen jetzt zum Spiel für zwei, ausgelost für diese Sendung Tour de France. Ein Ehepaar aus der berühmten Lebkuchenstadt Nürnberg. Es erscheinen jetzt vor der Kamera Elfriede und Manfred Marr. Guten Abend, Frau Marr. Guten Abend, Herr Marr. Frau Marr, wollen Sie das Mikrofon halten? Was machen Sie beruflich? Ich bin Arzthelferin beim praktischen Arzt. Und was machen Sie? Ich bin Angestellter bei einer privaten Krankenversicherung.
Mhm. Innendienst. Innendienst. Ja. Ja. Fahren Sie Rad? Ja, gern. Darf ich Ihnen das nur sagen? Immer wer spricht, das macht nichts. Ja, gern. Kann man ja nicht so wissen. Und wie ist es bei Ihnen mit dem Radfahren? Ja, sofern ich Zeit habe, fahre ich immer wieder gern zwischendurch. Mhm. Sind Sie das erste Mal vor einer Kamera in einer solchen Fernsehsendung? Ja. Überwältigend oder? Ja. Da kann sich dran gewöhnen, ne? Kann man, ja. Jo, ja. Verstehen Sie was vom Radsport? Fragen? Haben Sie ein bisschen gelesen? Ja, ein bisschen, aber nicht viel. Und wie ist es bei Ihnen? Ja, ich habe mich seit frühester Jugend dafür interessiert und bin Radsport-Fan sozusagen. Also es könnte gut gehen. Ich hoffe es. Was machen Sie sonst noch so? Ja, nebenbei, gern? Lesen, gerne reisen und so. Und Sie? Das Gleiche. Das Gleiche, naja, was der Mann macht. So, Sie überlegen sich, 300 Mark haben Sie, wie viel Sie zur ersten Frage setzen wollen. Sie haben noch Zeit, ich will noch ansagen. Wer nun die Fragen für die Tour de France stellt, das ist ein Mann, der viele Jahre im Rennsattel gesessen hat. Große Erfolge, ganz große Erfolge. Alleine 8-mal die Tour de France mitgefahren, immer bis zum Schluss, das ist auch sehr wichtig. 1-mal in der Gesamtwertung, 4., 1-mal 5., 2-mal 9., 1-mal 10. Er war Europameister, er war 17-mal Deutscher Meister. Bei uns als Examinator Hennes Junkermann. Hennes, die Fragen haben Sie bei sich. Ja? Aber ich möchte noch so ein bisschen fragen, welches bezeichnen Sie als Ihren größten Radsporterfolg? Ja, ich denke doch, die 2 Siege in der Schweizer Rundfahrt. Ja. Und Tour de Suisse, das muss man nachher sehen, 2-mal gewonnen, in welchen Jahren? 59 und 62. 62. Und sind Sie nicht auch die Giro d'Italia mitgefahren? Ja, auch 5-mal. Auch 5-mal? Ja. Und 4. und 5. Platz Tour de France wäre wohl das größte Erfolg. Das größte mit, ja. Ist ja ganz toll. Sagen Sie, woher kommt es, dass die deutschen Fahrer, Sie waren die Ausnahme, Sie konnten auch klettern. Aber wenn man jetzt so rechnet, Thurau, Thaler, Braun, alles, glaube ich, gute Leute, aber sind alles keine Kletterer. Woran liegt das? In den Bergen, auf den Flachetappen sind wir großartig. Ja, wissen Sie, Herr Rosenthal, wir können in Deutschland froh sein, solche Könner jetzt wieder zu haben. Vorher war es Rudi Altig und Rolf Holzhol. Sie können schon am Berg fahren. Ja, darf ich bei Rudi Altig, ich habe gehört, er hat das Bein gebrochen. Gute Besserung, auch allen, die krank sind. Und machen wir gleich weiter. Ja. Und Sie können schon am Berg fahren und haben auch am Berg fahren gekonnt, wie Rudi Altig und Rolf Holzhol. Nur die extrem hohen Berge, wenn es oben in die dünne Luft geht und über die 2000er praktisch, da sind die Spezialisten denn. Ja, da die hört die Kraft auf. Da hört die Kraft auf, da sind die leichteren Rennfahrer, organisch hängt das auch zusammen. Mit der Luft. Da sind die im Vorteil. Also haben wir wieder was gelernt. So, wir wollen gleich einsteigen, ich darf Sie miteinander bekannt machen. Das ist Herr Juncker. Mann, das ist Ehepaar Maris. Hier haben wir 10 Fragen, wenn Sie mal ziehen. 4 davon. Hoffentlich sind es die richtigen. 1, 2 und Millionen fiebern nun mit, ob Sie gewinnen oder ob Sie gar nichts haben. Mitzubringen brauchen Sie ja nichts von zu Hause bei uns. Sie können schon die erste Frage öffnen und von Ihnen wollen wir wissen, was wollen Sie riskieren? 290. Von den 300? 290. Habe ich richtig gehört? Ja. 290 Mark geht es gleich. Gehen wir gleich ran. Wollen wir mal sehen. Oh, das ist eine vierteilige Frage, gleich mit 4. Ich gebe Ihnen die Steckbriefe von 4 bekannten Toursiegern. Wer verbirgt sich dahinter? 3 Antworten müssen richtig sein. Italiener, Sieger 1949 und 1952, genannt Championissimo. Fausto Coppi, Italien, ja. Fausto Coppi, 1-mal richtig, 3 müssen es ja mindestens sein. Italiener, Sieger 1938 Gino Bartali. Und er hat schon Gino gesagt, der radelnde Mönch, Gino Bartali. Sie haben es schon gewusst, ist richtig. Dritte? Luxemburger, Charlie Sieger 58. Er hat schon gesagt. Charlie Gau. Also wollen wir gar nicht weiter sagen. Wunderbar, 590 Mark. Die haben Sie. Wie viel wollen Sie jetzt setzen? 580. Bitte sehr. Seit wann gibt es für den Ersten das gelbe Trikot? Vielleicht sagen Sie auch, warum. Das gelbe Trikot wurde eingeführt 1919 auf der 10. Etappe der 13. Tour de France. Der erste Träger war Eugène Christophe aus Frankreich. Und es war eine Idee des Erfinders der Tour de France. Na gut, in Ordnung. Weiter. Prima. Stimmt. Stimmt genau. Sie haben jetzt schon 1170 Mark. Ich will nur noch nachtragen, es war damals gleich nach dem Ersten Weltkrieg. Man suchte knallige Hemden, nicht wahr? Und man hatte nur gelbe da, weil nichts anderes da war. Und deshalb ist es bei gelb geblieben. Dritte Frage. Sie überlegen und Sie sagen mir jetzt, wie viel wollen Sie setzen? 1165. Oh, bitte sehr. Bei jeder Tour werden die Spitzenreiter in bestimmten Wertungen durch bestimmte Trikots ausgezeichnet. Was bedeuten folgende Farben? Gelb?
Gilt der Spitzenreiter in der Zeitwertung? Gesamtwertung. Gesamtwertung nach Zeit, ja. Weiß mit roten Punkten. Das ist der Spitzenreiter der Bergwertung. Ja. Und grün ist Trikot. Grün, der Sieger nach Punkten, also die Punktwertung. Ist das richtig? Ja, genau. Jawohl, Sie haben jetzt überlegen Sie genau. Sie haben 2.335, sind Ihnen schon sicher? Wenn Sie 5 Mark setzen, haben Sie schon 2.330, ganz sicher. Wie viel wollen Sie jetzt setzen? Alles. Alles. Hoffentlich geht's gut. Welche beiden Sportler sind mit jeweils 5 Siegen die erfolgreichsten Fahrer der Tour? Das war Eddy Merckx und Jacques Anquetil aus Frankreich und aus Belgien. Gewonnen! 4.670 Mark! Gratuliere Ihnen! Sie haben fast die Höchstsumme erreicht. 4,8, weiter geht es sowieso nicht. Also wenn Sie nach Nürnberg kommen, das hat sich ja gelohnt, Ihr Hobby. Ja. Also Sie können sehen, wie sich alle mitfreuen. Das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Man freut sich viel mehr, wenn jemand gewinnt, als wenn jemand verliert. Hennes, der wusste mehr als die Radrennfahrer. Ja, nicht? Und Sie haben einen Mann. Herzlichen Glückwunsch. Wir gratulieren alle ganz herzlich. Es hat gut geklappt. Danke. Hennes, wenn Sie so nett sind, uns zu helfen, wir wollen neu auslosen. Beim letzten Mal hatten wir Skisport. Alle Einsendungen sind auf 24 Körbe verteilt worden. Sie sind dort drüben. Und nun wollen wir sehen, Achtung. Dalli, Dalli. Korb Nummer 22, Monika, 22. Und Sie greifen jetzt hinein. Hennes, das war ja sensationell. Ja, toll. Ja, ich fand dich auch. Da sehe ich eine Briefmarke, Österreich. Wen wollen wir einladen? Gerald Neuberger, Hauptstraße 82 in Pöttelsdorf. Verschreibt er, ich nehme meinen Nachbar Karl-Heinz Schuber mit. Danke. Das war schon vorher Danke, da hat er schon gewusst. Bitte sehr. Hennes, was machen Sie jetzt beruflich? Ja, ich gehe dem Radsport noch nicht verloren. Ich bin Trainer, Vereinstrainer beim RSV City Neuwied. Mhm. Und die Arbeit macht mir riesigen Spaß. Wir alle wünschen Ihnen große Erfolge, so wie Sie sie als Rennfahrer hatten. Dankeschön. Alles Gute, Hennes Junkermann. Dankeschön. So, ein neues Thema. Wir haben Brieftauben, Orchideen, Segeln, Kleingarten, Lokomotiven, Udo Jungs. Achtung, Dalli, Dalli. Segeln, ja, wieder Sport. Also wer sich für Segeln interessiert, und dann schreiben Sie uns. Partner können Sie mit angeben, denn Sie wissen ja, bei uns bilden ja 2 Personen eine Mannschaft, aber den Namen nicht vergessen. Schreiben Sie entweder an das ZDF, Kennwort Dalli Dalli, Postfach 201010, 8000 München 2, oder Sie schreiben an ORF, Kennwort Dalli Dalli, 1136 Wien. Einsendeschluss ist Montag, der 5. Februar. Und nun Finale, Festspiel gegen Fair Play. Wir beginnen mit einem langen Satz. Ich gebe ein Wort vor. Sie sollen dieses Wort wiederholen, ein zweites anfügen. Sie die beiden wiederholen, 40 Sekunden Zeit. Was haben wir denn heute für ein Wort? Das Wort heute soll sein als. Fertig. Dalli, Dalli. Als ich. Als ich gestern. Als ich gestern Abend. Als ich gestern Abend nach. Als ich gestern Abend nach dir. Als ich gestern Abend nach dir zum. Als ich gestern Abend nach dir zum heutigen. Als ich gestern Abend nach dir zum heutigen Ball. Als ich gestern Abend dir zum heutigen Ball heute. Als ich gestern Abend nach dir zum heutigen Ball heute schon wieder. Als ich gestern Abend dir zum heutigen Ball heute schon wieder nicht. Als ich gestern Abend nach dir zum heutigen Ball schon wieder mit dir. Als ich weiß nicht, was Sie da getrieben haben, ihr beiden. Ihr habt ja gar keine Bunden mehr. Hier stehen 13. Also ein bisschen durcheinander. Wir müssen 2 abziehen. 11 und 2 ab, weil hier der Fehler doppelt gemacht wurde. Es bleiben 11. Also am Anfang ganz gut. Alles mal 11. Und nun kommen Sie bitte mit. Wir haben Kellner und Oberkellner, die allerdings eine kleine Macke besitzen. Wenn Sie einseitig etwas tragen, kippen Sie um. Sie sollen Ihnen die Speisen und die Teller geben. Und zwar so, dass Sie gleichmäßig alles tragen. Das ist natürlich kein alles Kunststoff und so. So, ich zeige Ihnen das mal hier. Wenn Sie einseitig beladen, aus. Sie müssen das austarieren, Gleichgewicht. So viel Speisen getragen werden, jeweils immer nur 1 hinsetzen, so viel Punkte. Alles verstanden? 60 Sekunden. Dalli, Dalli.
das ist Zen. Wir haben das mit Studenten probiert, da ging das nie, das kippte immer. Ist jetzt sehr, sehr gut. Erst 30 Sekunden vorbei, die räumen hier ab. Wollen wir es anerkennen? Stopp! Stopp bitte! Das sind, bitte die Uhr stoppen, das waren 48! Naja, aber ich glaube, er war bei 8, der hat eine Macke, sagt sie. Ein sehr netter Mensch. Also, erkennen wir an, es sind 10, ich brauche jetzt gar nicht zu rechnen. Und 10 mal 2 sind 20 Punkte und Sie waren der Meinung, das war Spitze! Und jetzt gibt es noch einen Zusatzpunkt, 21, denn Sie sind vor der Zeit fertig geworden. Das sind 22 Punkte und die anderen bekommen auch nur 48 Sekunden. Bitte nehmen Sie Platz. 11 mal 22, Brigitte, das ist 242. Ja, wir räumen hier schon weg. So, und das können wir gleich weiterschieben. Das geht bei uns ruckzuck. Und schon erwarten wir die nächste Mannschaft. Festspiel Dagmar Altrichter und Erwin Strahl. Wir sind in der Entscheidung. Die Mannschaft hat einen Multiplikator von 242. Nachher beim Dalli-Klick wird es ja endgültig entschieden. Jetzt also Sie, Sie sollen einen langen Satz bilden. Ich gebe ein Wort vor, Sie müssen das Wort wiederholen, ein zweites anfügen, Sie die beiden wiederholen und so weiter. 40 Sekunden. Achtung, das Wort ist als. Als. Moment, ja, als. Ich sag noch Dalli, Dalli. Als. Weiter, ein Wort dazu. Ich. Als ich dich. Als ich dich gestern. Als ich dich gestern wieder. Als ich dich gestern wieder nach. Als ich dich gestern wieder nach so. Als ich dich gestern wieder nach so langen Jahren. Langen. Als ich dich gestern wieder nach so langen Jahren. Als ich dich gestern wieder nach so langen Jahren zum ersten. Als ich dich gestern nach so langen Jahren zum ersten. Als ich dich gestern wieder nach so langen Jahren zum ersten Mal. Als ich dich gestern nach so langen Jahren zum ersten Mal wieder. Als ich dich gestern nach so langen Jahren wieder zum ersten Mal gesehen habe. Als ich dich gestern nach so langen Jahren zum ersten Mal wieder gesehen habe, fand. Fand nehmen wir noch mit. 40 Sekunden vorbei, aber ich nehme an, wir müssen ein kleines bisschen abziehen. 15 weniger 2, 13 Punkte gibt es. 13 sind sehr nett, Sie haben 13. Und jetzt alles mal 13 und kommen Sie bitte mit mir. Wir haben Kellner, die von Ihnen die Teller bekommen sollen, die Ware, die Getränke. Wir haben nur, wie sie sagt, eine Macke. Und zwar, wenn Sie einseitig nur etwas tragen, dann kippen Sie um. Sehen Sie, wenn man das hier so rauflegt, dann kippen Sie um. Sie müssen sie beidseitig, ja, mit Waren beladen. Und wenn Sie nicht umkippen, sind das immer 2 Punkte. Immer dieselben oder ist es egal? Wie Sie wollen. Können die gleichen sein, unterschiedlich, wie Sie möchten. Mhm. Achtung, 60 Sekunden. Dalli, Dalli. Austarieren. Sie haben 48 Sekunden, das muss ich noch korrigieren, da waren die anderen nämlich schon fertig. Sie sind so schnell, dass sie es im Tiefgang machen. 30, 35. Moment. Schnell, schnell, schnell! Den Teller noch auf! Ja. Stopp! Ja. Auch fertig. Ich glaube, jetzt sollten wir gerecht sein. Wunderbar! Sie sind der Meinung, auch das war Spitze! Ja! Auch hier gibt es einen Punkt dazu, genau gleich. 20, 21, den Zusatzpunkt sind dann 22, 22 mal 13. Das sind 86, so. 286, ja, ich wunderte mich schon. 286 Punkte. Und nun, liebe Dalli-Dalli-Freunde, kommt Dalli-Klick, jetzt fällt die Entscheidung. Das will noch nichts besagen. Für Sie jeder Punkt mal 286, bei Ihnen jeder Punkt mal 242. Sie wissen, wir haben Fotos und Diapositive, die Sie uns ja eingesandt haben.
Wir wählen da aus, es muss genau scharf sein und so weiter. Und wer dann hier mitspielt, erhält 100 Mark. Die ersten 100 Mark erhält Herr Karl Fassbender in der Kreuzstraße 14 in Berg Neustadt. Sie schauen, gucken Sie bitte, was könnte es wohl sein? Achtung, Dalli, Klick. Vinzenz Hörtnagel. Eine Kastanienschale. Sie glauben, eine Kastanien... Kastanie, oder? Da, ja, eine wilde Kastanie. Wollen wir mal sehen? Bitte durchblenden. Es wäre eine 5 zu sehen. Richtig, 5 Punkte für die Mannschaft. Fair Play. Das haben Sie jetzt gewonnen. Wir gratulieren. Und wir machen gleich weiter. Zweites Bild. Ich darf sagen, wer die 100 Mark erhält. Hermann Hohmanner, Falkenweg 6, Leutkirch im Allgäu. Achtung, wer da was ist es? Dalli, Klick. Wer hat jetzt gedrückt? Elvira? Rudolf Schock. Rudolf Schock, sagen Sie. 6 Punkte werden es. Bitte durchblenden. Ja, 6 Punkte, Elvira. Wir gratulieren. Und es geht schon weiter. 100 Mark erhält Herr Reinhard Brüseken, Dr. Arnoldi, Straße 31, Lennestadt 1. Schauen Sie bitte genau. Achtung, Dalli, Klick. Dagmar Altrichter. Eine Zange. Sie sagen eine Zange, das ist falsch. Der Punkt geht an die Mannschaft Fairplay. Vinzenz Hörtnagel. Nussknacker. Nussknacker ist falsch. Der Punkt geht an die Mannschaft Festspiel. Sie beide dürfen jetzt nicht mitmachen, nur noch die beiden anderen. Es geht weiter. Bitte, Erwin Strahl. Die Zange von einem Krebs. Auch falsch. Ein Punkt an die Mannschaft Fairplay. Elvira, Sie sind die Einzige. Nein, Sie können, es geht weiter mit Dalli Klick. Sie können drücken, wann Sie wollen. Mhm. Oder haben Sie schon gedrückt? Dalli, Klick. Eine Wäscheklammer. Sie sagen eine Wäscheklammer und jetzt ist es zu sehen. 4 Punkte für die Mannschaft Fair Play. Herzlichen Glückwunsch. Wunderbar. Und wir haben noch Zeit. 100 Mark erhält Fritz Kruppitz, Zürcher Straße 134 in München. Wir müssen erst durchdrücken und Sie sollen sagen, was es ist. Noch ist nichts entschieden. Wir wollen 2 Bilder noch zeigen. Also dies und noch eins. Achtung, Dalli, Klick. Vinzenz Hörtner. Ein Igel. Sie sagen ein Igel. 7 Teile sind noch verdeckt. Liebe Kollegen, zeigt das ganze Bild. Er ist spitze. Richtig, 7 Punkte. Und die letzten 100 Mal erhält Herr Karl-Heinz Geuß, Heinrich-Heine-Straße 1 in Fürth. Achtung, schauen Sie bitte, Sie sind noch nicht durchgelaufen, weil Sie so schnell gedrückt haben. Das kann natürlich ein bisschen dauern. Achtung, Dalli, Klick. Wer war das? Sie waren das. Das Getriebe einer Uhr, ein Uhrwerk. Sie glauben, das wäre ein Uhrwerk? Ja. 8 Punkte, durchblenden. Richtig, wunderbar. Das ist ja sensationell. Und wir müssen rechnen. Was sagen Sie dazu? Sie sind Vizemeister. Einmal 286 sind 286. Aber nun wird gerechnet. Das war noch nie da, solange Dalli Dalli existiert und Dalli Klick. 32 mal 242, Brigitte. 7.744 Punkte. Herzlichen Glückwunsch, Sieger die Mannschaft Fair Play. Wir gratulieren. Komm. Ja, damit haben wir einen Sieger, die Mannschaft Fair Play. Aber man sieht, Sie haben ein sehr gutes Auge. Das, machen Sie das öfter zu Hause mit? Nein, überhaupt nicht. Ich sehe die Sendung immer an, aber... Dass Sie so schnell das raten... Man kann das nicht proben, man muss das auf sich zukommen lassen und dann entscheiden. So, das haben Sie ja gemacht. Ich will, bevor es hier bei uns weitergeht, ganz kurz ansagen, ich habe hier einen Zettel bekommen. Eine große Brauerei hat unsere beiden Kandidaten, spielt für 2 Tour de France, zur letzten Etappe von Köln nach Dortmund auf der Deutschlandfahrt im August eingeladen. Sie dürfen da mitfahren in einem Begleitwagen. Wir freuen uns, danke schön, dass Sie sich eingeladen haben. Und während nun gerechnet wird, ganz schnell noch mal ein Hinweis.
Wir haben ausgelost, Segeln, falls Sie sich beteiligen wollen, genau wie bei Dali Klicklich, ja die gleiche Adresse, schreiben Sie entweder, das ist ja keine Gemeinschaftsproduktion, an das ZDF, Kennwort Dali Dali, Postfach 2010, 8000 München 2, oder Sie schreiben an ORF, Kennwort Dali Dali, 1136 Wien. Einsendeschluss ist der 5. Februar, das ist ein Montag. Nur wenn wir mal hier hören, darf ich nur mal bitten, dass wir hier die Gasse freimachen für Brigitte. Wie viele haben unsere Kandidaten eingespielt? Also insgesamt 11.798 Punkte. Davon waren alleine 7.000 am Schluss. Und dann haben wir diesmal sehr viel Spenden erhalten. Wie viel? 13.496 Mark. Die kommen bei dem guten Zweck dazu. Ich will noch ganz schnell ansagen, das ist ein diakonisches Werk in Lockstedt, der Evangelischen Kirche. Klasse 7a Bräunlingen, Luftwaffenausbildungsregiment in Ulmen, dann Struckhoff Rittershude in der Lindenstraße, Viktor Gollands Haus Frankfurt-Höchst, Gymnastikverein Simmern, Klinikpersonal Erler, Schüler der Kardinal von Galen Schule in Meppen, Altenwerk Niederroden, dann Weihnachtsbasar der Schüler Elisabeth Schule in Marburg, Klasse 1e 4c an der Masch in Lehrte, dann Helene Binker und dann haben wir hier die Jugendgruppe Club 73, Holzwickede, Bizonka und die Schützenschwestern aus Bente. Wie viel sind das jetzt insgesamt? 25.294 D-Mark. 25.294 D-Mark. Und jetzt ist Mehdi für Sie in Österreich an der Reihe, denn Sie rechnen ja besser in Schilling. Wie viel Schilling? In Schilling ist das eine gewaltige Summe, nämlich 177.058. Über 177.000 Schilling. Und von den Siegern wollen wir nun hören, wer bekommt das Geld dieser Dalli-Dalli-Sendung? Ja, wir haben uns gedacht, dass der Spielgewinn vom heutigen Abend der Herr Günther Millimonka mit seinen 7 minderjährigen Kindern bekommt. Hm. Und zwar haben die im vergangenen Jahr einen schweren Autounfall gehabt und die Mutter ist der Familie verloren gegangen. Die Mutter ist verloren gegangen und das Furchtbare bei diesem Autounfall ist noch zusätzlich, dass der schuldige Fahrer Fahrerflucht begangen hat. Man weiß gar nicht, keine Versicherung kann da eintreten, das dauert sehr, sehr lange. Ich glaube, es ist ein guter Zweck, dass Sie der Familie helfen wollen und dass die Kinder zusammenbleiben können. Danke allen Kandidaten und auch allen Spendern. Liebe Dalli-Dalli-Freunde, wir haben das schon öfter gemacht und wir wollen unseren Freunden, die drüben aus politischen Gründen unsere Funkzeitschriften mit den Westprogrammen nicht ausgedruckt erhalten, die Termine des Jahres bekannt geben, auch für die, die weit im Voraus disponieren wollen. Sie können schon Papier und Bleistift zur Hand nehmen. Zum dritten Mal hier also unsere Termine. Eine fand heute statt, da bleiben nur noch 9. Die sollen sie amüsieren, unterhalten und zerstreuen. Wer uns im Februar schon wiedersehen mag, da ist's der 22. natürlich Donnerstag. 8 bleiben übrig, im April ist es soweit. Am 12.04. ist dann wieder Dalli-Dalli-Zeit. 7 heitere Ratespiele stehen dann noch aus. Die nächste liefern wir im Mai am 17. frei Haus. Doch auch im Juni wird ein Fragespiel serviert. Das ist der 28., haben Sie es sich notiert. Danach sind wir im Juli Ihnen wieder nah. Wir sind am 26. in alter Frische da. Auch im September kommt das Dalli-Team zusammen. Am 6. stehen wir im ZDORF-Programm. Und im Oktober senden wir nach Ost und West. Der 4.10. wird es sein, das steht schon heute fest. Selbst im November sind wir hoffentlich nicht trist. Notieren Sie bitte, dass es da der 8.11. ist. Auch im Dezember sind wir gerne unbeschwert. Am 6.12. wird ein weiteres Dalli-Spiel beschert. Schalten Sie ein und wir sind alle für Sie da. Brigitte, Mehdi, Ecki, Heinrich, Hans und Monika. Ja. Liebe Dalli-Dalli-Freunde, meine Kollegen, die Kandidaten, auch unser gut gelauntes Publikum, wir hoffen, dass es Ihnen heute Spaß gemacht hat und wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie genau in 4 Wochen wieder einschalten, wenn es heißt
Dalli Dalli. Übrigens eine sehr interessante Sendung, möglicherweise, denn an diesem Tag ist Weiberfastnacht. Ich kann also nur hoffen, dass die Damen mit uns gnädig umgehen. Und damit alles Gute. Tschüss. Ich wünsche Ihnen weiter einen interessanten Abend. Und dir und auch dir sage ich nun gute Nacht. Auf Wiedersehen. Tschüss.